Moin Moin, willkommen zu einem neuen kleinen Video. Ja, ich bin, wie ihr gerade gesehen habt, irgendwie aus Neunkirchen raus. Das ist so, von Bremen gesehen so die nördlichste Spitze. Und ja, in der Richtung ist irgendwie gar nichts. Also ich wüsste jetzt gerade nicht so direkt aus dem Kopf, was da hinten kommt. Schwanewede irgendwann, aber das ist auch eher wieder zurück. In die Richtung, dann ist die Weser. Ja, ich laufe jetzt, ich glaube, eine Stunde ungefähr oder anderthalb bis zu einer Insel. Und dort treffe ich mich noch mit zwei weiteren und da wollen wir dann heute übernachten. Ja, und da wollte ich euch ganz gerne mitnehmen. Eigentlich sollte es heute den ganzen Tag regnen. Bis eben hat die Sonne noch geschienen. Und jetzt zieht sich das langsam so ein bisschen zu. Hatten sie auch gesagt, ab 15 Uhr. Jetzt ist 16 Uhr. Eigentlich sollte es ab 15 Uhr Regen geben. Allerdings in Bremen. Das ist ja ein ganzes Stück hinter mir schon. Ja. Wollen wir mal schauen. Also es könnte sein, dass es die ganze Nacht nur regnet. So ist es auf jeden Fall angesagt. Und passende Sachen dafür habe ich mit. Die anderen beiden auch. Hoffe ich doch mal, dass die alles dabei haben. Aber die sind sowieso im Auto da. Die haben es dann nur ein paar Minuten zum Auto. Und ja, falls wir abbrechen müssten da oder die abbrechen müssten, dann können die immer noch eben nach Hause fahren. Im Auto sind das auch nur vielleicht 20 Minuten von dort aus bis zur Grenze nach Bremen rein. Naja, so, jetzt bin ich hier schon am Deich angekommen. Der ist hier links von mir. Dahinter sind noch einige Felder oder Wiesen und Weiden. Das ist aber alles Überschwemmungsgebiet. Und ja, da kann man auch nicht komplett durchgehen, weil da sind überall kleine Bäche und so. Da gehen zwar, sind zwar ein paar Straßen oder Wege drin, so wie dieser hier, aber die führen leider alle nicht genau dahin, wo ich auch hin möchte. Ich kann jetzt auch gerade nicht rüber gucken vernünftig, das ist leider ein bisschen schade. Vielleicht kann ich da vorne mal hochlaufen oder ich werde da vorne mal die Drohne eben kurz starten, dann kann man da mal ein bisschen rüber gucken, weil am Ende dieser Straße, da ist, da sind wir schon fast da, also ja, fast nicht, das ist auch noch ein Stück davon. Da gehen wir, wenn ich es richtig im Kopf habe, nochmal über einen kleinen Bach rüber oder einen Fluss. Und von dort aus geht es dann Richtung Brücke zur Insel. Jetzt klingelt mein Handy erstmal. So, ich hoffe, die Drohnenaufnahmen sind ein bisschen was geworden. Ja, ich sehe da vorne schon die, da geht ein Weg über den Deich rüber. Ja, könnt ihr wahrscheinlich nicht erkennen auf der Kamera. Ich glaube, das ist noch nicht da, wo ich rüber muss. Ich muss noch ein Stück weiter. Ich glaube, ich habe noch 1,2 oder 2 Kilometer bis nach, wie hieß denn das, Rade oder so.
Und von dort aus ist es dann ungefähr nochmal der gleiche Weg. Ja. Wetter hält sich immer noch ganz gut. Wir haben jetzt nachgeguckt, ab 18 Uhr soll es jetzt regnen. Die anderen sind auch unterwegs, die müssten jetzt auch schon bald ankommen. Hier rechts ist eine Landstraße, wo man dieses grüne Ding da sieht. Und das Auto ist relativ auffällig. Ich gucke da mal schon rüber, ob ich die da fahren sehe, weil es hat sich gerade noch spontan ein Kollege angeschlossen. Und die sagten schon, der läuft ja auch. Also er sagte schon, er läuft ja auch ganz gerne. Vielleicht will er da vorne dann irgendwie mich noch ein Stück begleiten. Schauen wir mal. So, da kommen Autos, aber da sind sie nicht bei. Naja, so, ich laufe jetzt auf jeden Fall erstmal ein Stück. Vorsicht, Elektrozaun. Das ist aber ein heftiger Elektrozaun hier. Jo. Ich laufe erstmal weiter. So, ich bin jetzt in Rade. Ich kriege das immer durcheinander, ob das jetzt Riede oder Rade heißt. Ich glaube Riede. Hinter mir vielleicht noch ein bisschen zu sehen, das größere Haus da, das ist die Freiwillige Feuerwehr hier. Und ja, hier ist dieser Bach, den ich meinte. Bächlein. Da geht es jetzt einmal rüber. Und dann noch 8,8 Kilometer. Das ist doch noch ein ganzes Stück weiter, als ich gedacht habe. Aber ich glaube, das ist bis zum Ende durch. Ganz so weit muss ich nicht. Ja. Auf jeden Fall geht es jetzt erstmal über den Deich. Ich schätze mal, es ist überhaupt nicht zu erkennen. Aber ich versuche mal. Da ist dieser Busch zwischen diesem Busch. Also in diesem Busch, in dem kleinen Busch, ist da ganz hinten ein Leuchtturm zu erkennen. Und da muss ich hin, zu dem Leuchtturm. Das ist der gelbe Leuchtturm. So, das heißt, da und dann da hinten runter, über die Brücke, auf die Insel und dann sind wir irgendwann da. Leicht falsch gesagt. Also, der Leuchtturm war richtig. Aber ich muss nur hier hoch, wo das Auto daherkommt. Und da so ist schon irgendwo die Brücke auf die Insel. Und die Insel geht ganz da hinten hoch bis nach da irgendwo. Seht ihr dann gleich noch. Ich habe vor, noch mal so ein bisschen Ausrüstung zu testen. Heute habe ich zum Beispiel auch den Carinthia Tropen dabei. Der sollte eigentlich noch vollkommen ausreichen. Es ist ja auch wärmer als gedacht. Und ja, was ich jetzt auf dem Westweg dabei hatte, das war schon ganz cool. Aber als ich die beiden anderen getroffen habe, ja, die waren halt so sehr ultralight unterwegs und das hat mir schon ganz gut gefallen. So, deswegen bin ich am Überlegen, mir langsam nach und nach, so bis zum nächsten Sommer oder so, auch ein schönes Ultralight-Setup mit Rucksack, mit Isomatte, mit Schlafsack, mit allem drum und dran, was man so braucht, um weitere Wege zu machen, größere Trails zu laufen. Also mehr tägig auch, so ja, Westweg ähnlich, den ich dann ja auch noch fortsetzen möchte. Ab Tegernsee, ich bin ganz schön durcheinander heute, ab Titisee runter in die Schweiz und je nachdem, wenn die Zeit reicht, dann die Ostvariante wieder hoch Richtung Titisee. Aber mal schauen, wie das so wird. Also runter auf jeden Fall, Rest vom Westweg, das mache ich. Und hoch, ja, wie gesagt, muss ich gucken, ob die Zeit dann hinkommt. Auf jeden Fall wollte ich versuchen, bis dahin dann auch ein relativ, ja, ich sag mal, günstiges Ultralight-Setup zusammen zu bekommen. Ich weiß, das geht wohl eher nicht mit günstig, aber ich habe ja noch einiges
an Zeit und kann mir das nach und nach so ein bisschen zusammensuchen. Ja, und da wollte ich halt mal gucken, vielleicht ein bisschen was testen im Winter. Im Februar ist auch noch eine größere Aktion geplant. Tickets sind auch schon gebucht. So, da geht's ja in die Alpen, sag ich mal. Oder ja, in die Alpen. Und vielleicht fahre ich auch noch mal oder laufe. Das war auch noch mal so eine Idee, laufen oder mit dem Fahrrad nach Wilhelmshaven zum Nico. Ja, und solche Sachen. Mal schauen. Also, ich versuche das wieder ein bisschen aufrecht zu erhalten und ein bisschen, dass ein bisschen mehr Content kommt hier. Gut, ich bin jetzt beim zweiten Deich angekommen. Der andere ist da hinten ja schon recht weit weg. Und es gibt immer noch so einen zweiten Deich hier. Zieht sich die ganze Weser runter, halt nur so ein ganz kleiner Deich, der wohl diese Felder, die ja auch Überflutungsgebiet sind, vor dem Hauptüberflutungsgebiet schützen oder wie auch immer. Naja. Und wenn mich nicht alles täuscht, muss ich hier nämlich noch mal kurz nach links. Und da hinten, wo man dieses Häuschen sieht, da geht's auf die Insel. Das heißt, dieses Stück hier, ich kann mal eben gucken, das Stück hinterm Deich bis zu den Bäumen ist noch Festland so gesehen. Also ist ja eine Flussinsel. Ist noch Festland und das dahinter ist dann, wo die Bäume drauf sind, das ist schon die Insel. Ich habe keine Ahnung, ob man sie sieht. Also auf dem Display hier von der Kamera kann ich sie nicht erkennen. Und da hinten kommt auch noch ein Riesenschwarm Gänse. Aber hier sind immer mega viele. Die fliegen immer in die falsche Richtung. Naja, wir werden schon wissen, wo sie hinwollen. Ah, da auf dem Feld sitzen auch noch ganz viele. Schade, dass das mit der Kamera nicht so gut aufzunehmen ist. Ja. Da vorne ist die Brücke, da geht's auf die Insel. Und ich sehe gerade, mein Kamera-Akku ist leer. So, ich denke mal, ich laufe mal eben zu der Brücke, wechsle den Kamera-Akku und dann werde ich da gleich nochmal filmen. Ja, angekommen auf der Brücke. Man sieht, die Insel ist nicht weit weg vom Festland. Momentan ist die gar nicht weg vom Festland, weil die Elbe hat ja Hochwasser und Niedrigwasser. Ja, und dann sieht das Ganze so aus. Ein riesen Schlammloch hier. Ja. Dauert, ich weiß gar nicht, ich kann gleich mal nachschauen, wie lange das dauert, bis das Wasser wieder da ist. Hier auf der Seite ist ein bisschen Wasser. Ja, aber es läuft noch ab, wie man sieht. Genau, und hiermit betreten wir jetzt die Insel Harja Sand. Hier kann man so was anschauen. So, Harja Sand. Das ist die Form von der Insel. Wir sind jetzt gerade hier. Und hin müssen wir hier. So ziemlich auf die Mitte. Ja. Januar 1965, Brückenbau. Mhm. Genau, das ist dann genau hier, wo die Brücke gebaut wurde. Was haben wir hier nochmal? Hinweis für Inselbesucher. Keine Fahrzeuge abstellen, Radfahrer bitte einzeln und rechts fahren. Ja, genau. Diese Packbucht hier, die Straßen sind gerade mal so breit, dass man hier mit einem Auto raufpasst. Und bei Gegen auf Ausweichen, keine Ahnung. Also bei Gegenverkehr wahrscheinlich ausweichen, bitte nimmt Rücksicht. Ja. Und das hier kann man leider nicht mehr lesen. Insel Harja Sand. Ja. Informationen dazu. Wir sind zwischen Bremen und Bremerhaven. Ja, das ist eine Flussinsel. Weser, beziehungsweise Unterweser. Fast am Ende der Weser.
soweit ich weiß, ist es eine oder sogar vielleicht die größte Insel, die auf einem Fluss ist, hier in Deutschland oder so. Ich meine, dass die Insel hat eine Länge von 11 Kilometer, aber so genau weiß ich das nicht. Ich kann euch das gleich mal Voice-Over machen oder ich blende es unten ein. So sieht hier eine Bushaltestelle aus, also hier fährt sogar ein Bus. Hier gibt es eine Zeitung, ein bisschen Informationen und das war's. Der Bus fährt hier montags bis freitags ganze zweimal, einmal um 6.34 Uhr und einmal um 7.40 Uhr. Und sonst nicht. Naja. Da ist die Weser. Auf der Insel gibt es eigentlich nur diese eine Straße. Die führt bis zum Ende durch. Auf der einen Seite ist halt die Weser mit Strand fast komplett entlang. Auf der anderen Seite sind Felder und da hinten, wo die Bäume sind, wo die Bäume zu sehen sind, da waren wir vorhin so gesehen. So, da ist die Insel dann zu Ende. Aber die ist halt sehr lang. Ich meine halt, wie gesagt, 11 Kilometer. Da ist er, der gelbe Leuchtturm. Hier ist unser Treffpunkt. Hier an der Seite muss ich dran vorbei. Ich höre die anderen auch schon. Da sind sie irgendwo. So, ich bin angekommen. Das ist der Strand hier. Da oben ist der gelbe Leuchtturm. Und hier werden wir heute die Nacht verbringen. Die anderen sind da im Busch. Ich gehe da zum Hallo sagen. Und dann hoffe ich, dass ich gleich nochmal schnell mit der Drohne ein bisschen fliegen kann. 6 Anzüge komplett, 3 mit Lachs, 3 Bunt, 6 Blusen und dann habe ich glaube ich nochmal eine... So, sieht man mich? Ich denke ja. Wir haben fertig aufgebaut alles. Das Feuer läuft auch da hinten, habt ihr eben gerade schon gesehen. Und die beiden Kollegen versuchen da gerade ein bisschen was zu grillen. Ich habe meinen Schlafplatz auch aufgebaut. Und ich will euch mal eben kurz zeigen, es ist leider inzwischen dunkel geworden und ich sehe auch überhaupt nicht, wo ich hinlaufe. Ich muss mir meine Taschenlampe anmachen. Oh. Jetzt laufe ich hier schon in den Baum rein. Boah. So. Okay, jetzt sehe ich was. bin ich hier richtig? Nee, bin ich nicht richtig. Ich muss nochmal einen weiteren Baum rumlaufen. Ich habe mich ein bisschen ein Stück entfernt von den anderen aufgebaut, weil da drüben war alles so sehr uneben und viele Dornen. So. Gut, ich wechsle mal in die Kamera, kleinen Moment. So, da haben wir es. Es ist nicht hundertprozentig schön gerade abgespannt, aber das reicht vollkommen. Schon ein bisschen geregnet, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, hier ist es leicht nass und die Luftfeuchtigkeit ist sehr hoch, also wir haben 80% Luftfeuchtigkeit, aber das ist ja klar,
hier direkt an der Weser. Hier liegt noch ein Kanu. Und da unten ist die Weser. Kann man leider nicht so richtig sehen jetzt gerade. Ja. Noch ist das Wasser ganz da unten. Und ja, da vorne sieht man das Feuer. Da schaue ich mal, ob ich euch das gleich nochmal zeigen kann, wie die sich da aufgebaut haben. Also wir haben einen Pavillon und ein Zelt. Ich gehe da mal hin. Guten Morgen. So, es war leider gestern ein bisschen zu dunkel, um da noch zu filmen. Ja, ich habe ziemlich gut geschlafen. Es hat auch eigentlich gar nicht geregnet mehr. Ja, doch. Es hat Liebe zwischen euch. Aber das hat hier gar nicht gestört. Haben mich ziemlich gut windgeschützt aufgebaut. Also man sieht ja, der Weg geht hier rein. Ja. Ich will jetzt das mal abbauen. Oder erst Kaffee. Ich weiß auch nicht genau. Entweder wollte ich erstmal Kaffee. Oder ich baue erstmal ab. Ja, und jetzt leider auch schon wieder zurück. Die anderen bleiben wahrscheinlich noch eine Nacht. Aber ich muss leider arbeiten, deswegen muss ich nach Hause. Gut, ich schaue erstmal, was ich jetzt mache. Ich denke, erstmal gehe ich rüber, trinke einen Kaffee und baue ich ab. Ja. Weit zusammengebaut, hier habe ich übernachtet. Ich glaube, ich habe auch nicht vergessen. Ja. Sehr windig ist das hier. Ich hoffe, man hört mich überhaupt. So, und mal schauen. Also das Wasser war auf jeden Fall jetzt bis hier oben hoch. Da habe ich geschlafen direkt. Wie schwierig dann noch hier. Ich muss hier rumlaufen, um diesen Baum. Ja gut, ich hätte natürlich auch da durchlaufen können, so, ne? Aber muss ich da unter durchlaufen, noch bei Hochwasser. Warum mich überhaupt hört. Ohne Fliegen wird glaube ich leider nichts mehr, oder? Obwohl jetzt geht's gerade, aber es sind so Böen. Teilweise ist es doch wirklich sehr stürmisch. Naja, ich gehe mal zu den anderen jetzt und schau mal. So, wir haben soweit alles zusammengepackt. Die anderen kommen jetzt auch mit zur Hälfte. ja, da hätten wir gerade der Anhänger ans Auto gemacht. Da war Holz drinne und deren Material. Boah. Ich mache mich jetzt auf den Weg auch nach Hause. Ich werde dann mitgenommen und ja, muss dann heute Abend auch arbeiten. Damit beende ich das Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid bei den nächsten Videos auch dabei. Ciao.